sitze mitten in München. Wir sind hier auf der Kaufinger Straße und werden jetzt ein paar Interviews machen. Entschuldigung. Schade. Es geht schon gut los. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Bitcoin hörst? Investitionen, allerdings sehr risikobehaftet, würde ich behaupten. Okay, und wie kommst du da drauf? Wo hast du die Information her? Aus den Medien allgemein. Man liest es im Internet, man liest es in der Zeitung, jetzt nicht unbedingt, aber allgemeine Informationen, glaube ich, Allgemeinwissen. Super, vielen, vielen Dank dafür. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist Geld? Was würdest du sagen, ist Geld? Gute Frage. Gar nicht so einfach zu beantworten. Nein, tatsächlich nicht. Für uns Menschen aktuell ist Geld sehr viel, aber per se ist Geld eigentlich nichts. Spannend, aber super, super, super. Es geht um die Frage, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Das ist eine gute Frage. Bin ich eigentlich überhaupt nicht drüber informiert. Eigentlich viel, sehr unsichere Informationen. Und für mich jetzt gar nicht so präsent jetzt in meinem Leben jetzt in irgendeiner Weise. Und was ist das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie das Wort hören? Ist es eher irgendwie Verbrechen oder ist es eher? Also mehr so geht es in die Kriminalität rein. Also daher kommt die Unsicherheit. Und die zweite Frage wäre, warum kommen Sie da drauf? Ich denke mal, das ist vor allem durch die Medien gesteuert. Dass halt mehr Negatives über die Medien verbreitet wird als Positives. Das liegt einfach daran. Super, vielen, vielen Dank dafür. Cool. Und zwar, was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Bitcoin hörst? Kohle. Kohle? Ja. Okay. Warum? Naja, ist ja extrem gestiegen in den letzten Jahren, ne? Okay. Aber, ja. Okay, cool. Und wo hast du die Informationen her hauptsächlich? Meine Arbeitskollegen fingen vor 2 Jahren mal ein bisschen an, davon zu reden. Aber gehört hat man es immer schon mal wieder so, ne? Aber, ja. Es war nicht mehr. Ist schon klar. Ja. Sehr cool. Okay, zweite Frage ist, was ist Geld? Wichtig, aber nicht lebenswichtig, sage ich mal. Spannende Antwort, super, vielen, vielen Dank. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Bitcoin hörst? Was hör? Bitcoin. Betreuen. Nee, Bitcoin. Bitcoin. Was kommt dir dann in den Sinn als erstes? Fast, ja. Dass ich zum falschen Zeitpunkt nicht eingestiegen bin. Zum richtigen Zeitpunkt nicht eingestiegen bin. Auch cool. Sehr cool. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Cool. Was ist Geld? Geld ist virtuell. Rein vom Prinzip her genau wie Bitcoin. Es liegt irgendwo, eine Zahl wird von links nach rechts geschoben und keiner weiß, wie viel da ist. Auch spannend. Mega cool. Und zwar geht es um die Frage, was kommt Ihnen in den Kopf, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Gar nichts. Fremde Währung? Okay. Ja. Das war's? Ja. Damit habe ich mich nicht beschäftigt. Haben Sie denn von Bitcoin in den Medien schon gehört? Nein. Also ja, gehört, aber was genau die Bedeutung ist, weiß ich nicht. Okay, danke. Was ist Geld für Sie? Leben. Leben? Ja. Ohne Geld wird das Leben schwer. Ja. Sehr, sehr spannende Antwort. Vielen, vielen Dank. Was mich interessiert, was machen Sie? Wir machen so eine Umfrage in der Bevölkerung und wollen einfach so ein Stimmungsbild erfassen. Cool. Zum Thema Bitcoin. Oh, Bitcoin ist cool. Ja, okay. Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du das Wort Bitcoin hörst? Geld. Auch Geld. Internet halt. Ja, Geld und Internet. Spannend. Was ist denn Geld eurer Meinung nach? Ein Zahlungsmittel. Ja. Wertspeicher vielleicht auch? Ja. Ja. Oder Aktien halt. Aktien. Und wo habt ihr von Bitcoin gehört? Bei Streamern, ja. Also ich verfolge verschiedene Menschen und die investieren in Bitcoins. Ja. Cool, super. Grüß Sie Gott. Und zwar, was kommt Ihnen in den Kopf, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Ist eine digitale Währung. Woher haben Sie diese Informationen? Aus der Presse. Und die verfolge ich schon länger. Spannend. Was ist Ihrer Meinung nach Geld? Es gibt Bargeld und mittlerweile auch digitales Geld. Super, vielen, vielen Dank. Und zwar geht es darum, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Hier, mein Mann, der kennt sich besser. Ich kenne mich auch nicht damit aus. Guck ich, aber das Erste, was Ihnen einfach in den Kopf kommt, wenn Sie das Wort hören?
Ja. Kann ich nicht sagen, weiß ich auch nicht. Nee, tut mir leid. Einfach Leere. Okay. Verbrecher, illegale Geschäfte. Nee, überhaupt nicht. Digitale Währung, Kryptowährung. Ist das eher was Positives oder eher was Negatives? Für mich was Positives. Wenn ich daraus was Gewinn ziehe, ist es positiv für mich. Ja, super. Zweite Frage ist, was ist Geld? Geld, ja. Wichtig manchmal, ne? Wenn man was kaufen will, Miete, jeder muss was bezahlen. Also ohne geht es ja auch nicht, wichtig, leider. Ja. Ne? Ich meine, muss man ja haben irgendwie ein bisschen. Ne? Das stimmt. Ist leider so. Ne? Und zwar, was kommt dir in den Kopf, wenn du das Wort Bitcoin hörst? Gar nichts. Gar nichts? Okay, also noch nie was drüber gehört? Finanzen, Geld, keine Ahnung. Ich habe, ist es nicht mit dieser eine Serie How to Sell Drugs? Da kommt auch Bitcoin vor, stimmt. Bitcoin geredet, aber mehr weiß ich tatsächlich nicht. Spannend. Was würdest du sagen, ist Geld? Geld? Das halbe Leben. Nee, man braucht es zum Leben, aber eigentlich nicht so wichtig. Spannende Aussage. Ja, wir wollen gern wissen, was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Bitcoin hörst? Hype. Hype? Sonst nichts? Naja, es ist ein ziemlicher Hype drum gewesen in den letzten Jahren, oder? Und ich bin nicht in dem Game drin. Nur es fühlt sich nicht so real an wie jetzt beispielsweise Aktien eines schaffenden Unternehmens. Und ich persönlich würde die Finger davon lassen. Spannend, wo holst du deine Informationen her? In erster Linie aus, ich sag mal, gängigen Tageszeitungen, FAZ, SZ, Welt, sowas, ja. Super cool, danke dir. Und zweite Frage wäre, was ist Geld? Also Geld ist ein Platzhalter für Wert. Das ist eine spannende Aussage, finde ich gut. Platzhalter für Wert, aber wie meinst du das? Kannst du das noch näher erläutern? Ich bin kein Ökonom, aber ich glaube, die Phönizier sind auf die Idee des Geldes gekommen. Sprich, dass man sagt, ein gewisser Gegenstand, nehmen wir ein Brot, ist ein Zehntel einer Kuh wert. Oder einer Ziege. Wenn du mir 10 Brote gibst, gebe ich dir eine Ziege. Man wollte Handel vereinheitlichen so, und brauchte etwas, worauf sich alle einigen können. Okay, dem messen wir jetzt etwa diesen Wert zu. Das hat um Preise sozusagen zu ermöglichen überhaupt um erst. Um fairen Tausch zu ermöglichen. Mhm. Und oder eben um Wert transportabel zu machen. Wenn du 1000 Kühe transportieren willst, ist es wesentlich schwieriger als ein kleines Säckchen voll mit Silberstücken. Spannend. Wert sind. Sehr cool. Das ist mein Verständnis von Geld. So habe ich das noch nie betrachtet. Echt mega spannend. Es geht um die Frage, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Wort Bitcoin hört? Bitte was? Wenn ihr das Wort Bitcoin hört, was kommt euch da in den Sinn? Dass man schnell Geld machen kann. Okay, interessant. Oh, viel Geld. Okay, wo habt ihr die Information her? Ein Bekannter hat auch Bitcoin gehabt irgendwie und viel Geld machen können. Ah, okay, spannend. Zweite Frage wäre, was ist Geld für euch? Ja, je nachdem, wie man sieht, aber einerseits schon auch wertvoll und zum Teil trägt es zur Überlebung ja auch bei. Vereinfacht das Leben manchmal. Stimmt, ja, stimmt, sehr cool. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Wort Bitcoin hört? Okay. Kryptowährung oder was? Da kennt er sich besser. Bisschen, ja, gut. Was kommt dir in den Sinn dann, wenn du es hörst? Kompliziert. Kompliziert, okay, spannend. Wo habt ihr die Informationen zu Bitcoin her, hauptsächlich? Gut, also man liest recht viel in Finanznachrichten mittlerweile schon dazu. Aber ansonsten, gut, in Social Media kommt auch immer mehr auf. Genau, also die zwei Dinge. Ja, dazu kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ich mich da nicht so mit beschäftige. Also hauptsächlich aus den Medien dann? Ja, also das kriegt man halt so mit, Bitcoin und so. Zweite Frage wäre, was ist Geld? Puh, Wertaufbewahrungsmittel, Tauschmittel, gut, baut auch Vertrauen auf. So, das sind so die Gedanken, die ich mal dazu hätte. Ich würde sagen, Geld ist auch eine Art von Macht. Genau, weil man halt mit Geld eben viel machen kann und auch also viele reiche Leute auch irgendwie ja, mit dieser Geldmacht, sag ich mal,
also nicht angeben, aber halt so ja, damit prahlen und... Mhm. Spannend, okay, spannende Aussage. Was kommt Ihnen in den Kopf, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Spekulation. Ja, dass irgendjemand draufzahlen muss, irgendjemand muss die Zeche zahlen am Schluss. Das Frage wäre. Wo haben Sie diese Informationen her? Ja, ich beobachte den Markt ein bisschen und bekomme regelmäßig selber Angebote in Bitcoins Geld anzulegen und sehe halt, wie Musk auch gut und gerne damit spekuliert. Dann fällt er mal wieder, dann kauft er mal, verkauft er, aber tendenziell steigend. Aber El Salvador, glaube ich, hat sogar das zur Landeswährung erklärt und das ist ein Höllenritt, denke ich, den die da fabrizieren. Denn wenn es schief geht, dann ist die ganze Bevölkerung eigentlich arm. Das ist ziemlich spannend. Sie sind ja gut informiert. Wo holen Sie diese Informationen her? Zeitung, ja, Internet. Es gibt ja auch seriöse Berichte, auch im Fernsehen gibt es seriöse und vergleichen Beiträge. Auch also die üblichen Tageszeitungen. Also quasi neutralere Berichte, meinen Sie? Vermute, ja. Ich hoffe, aber ich kann auch selber denken. Sehr gut. Und so die zweite Frage wäre, was ist Geld Ihrer Meinung nach? Ein Tauschmittel. Ja, ein Tauschmittel, wobei der Wert des Geldes ist manchmal sehr fraglich. Also man spricht ja immer von Wertschöpfung und wenn man jetzt irgendetwas bezahlt, ist die Frage, welcher Wert dahinter steht. Deswegen Geld ist ein sehr schwammiger Begriff auch. Ne? Sehr, sehr spannende Aussagen. Und zwar als erstes, was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Bitcoin hörst? Ja, viel Geld machen. Viel Geld machen? Interessant, wo hast du diese Information her? Ich habe mich damit schon mal beschäftigt und ja, habe gehört, damit man damit viel Geld machen kann. Was ist denn Geld? Eine Währung. Also, mit Geld kann man sich halt Sachen kaufen und sich ein gutes Leben ermöglichen. Was würdest du sagen, ist Geld? Also, wie würde man Geld definieren? Weiß nicht gerade. Okay, cool. War trotzdem super, super cool. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Stress. Okay, unerwartet, interessant. Ja, warum? Computerfan. Also, weil kompliziert sozusagen. Ja, finde ich schon, ja. Was ist Geld? Alles in der derzeitigen Zeit, leider. Wie meinen Sie das? Naja, nichts geht ohne. Spannend. So, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Oh Gott, Blockchain. Und wo holen Sie Ihre Informationen zum Thema Bitcoin her? Aus dem Internet. Ja. Sehr cool. Und was? Letzte Frage ist, was ist Geld Ihrer Meinung nach? Geld ist ein Zahlungsmittel, ne? Ja, super. Und zwar wäre die Frage, was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Wie? Bitcoin. Was kommt Ihnen als erstes in den Kopf? Kryptowährung. Ja, sowas in der Richtung, ja. Wo haben Sie von Bitcoin gehört? Es geht ja ab und zu in der Zeitung oder im Fernsehen oder sonstiges. Genau, also dadurch hauptsächlich. Aber keine Alternative zur Festwährung. Was ist denn Geld Ihrer Meinung nach? Ja, Geld ist in erster Linie das, was ich in der Tasche habe. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und dementsprechend, ja, was ich nicht habe, kann ich nicht ausgeben. Ne? Sehr spannend. Wir sind von 21, Deutschlands größter Bitcoin-Community. Und wir machen so eine Stimmungsumfrage sozusagen in der Bevölkerung. Mhm. Und die erste Frage wäre, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Digitale Währung. Okay. Genau. Und was ist für Sie Geld? Geld ist es einfach etwas, das man braucht, um etwas zu kaufen. Okay. Genau. Die erste Frage wäre, was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Bitcoin hörst? Oh, wir haben gerade gesprochen dann mit der an die Kasse und er hat gesagt, dass er hat gegeben zu seinem Kollegen den Account zum Trading zu machen und er hat gerade verloren etwa 7.000 Euro. Was hat er reingespart in die letzten 3 Jahre? In den letzten 3 Jahren? Ja. Jetzt verloren? Jetzt verloren, gerade vor ein paar Tagen. Ja, gerade okay. An der Kasse, wo wir waren, gerade einkaufen. Super Timing, ja.
Ja, genau. Was bedeutet für dich Geld? Geld für mich bedeutet ein Mittel, dass ich kann schon besser in der Leben kommen und mir bessere Sachen leisten zu können. Und ja. Ja. Siehst du in den digitalen Währungen bzw. speziell in Bitcoin eine Zukunft im Sinne des Geldes oder siehst du eher die Geschichten, wie du es vorhin an der Kasse erlebt hast? Das ist sicher der neue Währung, weil wenn du siehst, der Bank of China hat gesagt, dass der Bitcoin wird in ein paar Jahren 120.000 wird getradet oder 100.000 Minimum wird getradet. Und wenn du siehst, dass der an die schwarze Internet, das nur getradet wird mit Bitcoins und so, und der neue Währung ist untraceable, das ist auch so eine, was auch für die neue Welt wichtig ist, oder? Ja. Das ist schon so. Es ist schon die Zukunft, aber muss man gut überlegen und muss einen guten Ratschlag bekommen. Und ja, darf man nicht so alleine das machen, ohne Kenntnisse, weil dann so sicher man verliert Geld. Wenn du kennst irgendjemanden, der professionell in dieser Branche ist, ja, dann investieren, aber nicht auf eigene Hand. Ja, okay. Nee, macht Sinn. Die erste Frage wäre, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Kapitalismus. Okay. Wieso Kapitalismus? Weil es um eine Geldanlage geht. Das ist von daher Kapitalismus, ja. Macht Sinn. Ja. Was ist für Sie Geld? Ein notwendiges Tauschmittel. Was ist das Erste, was Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Dass ich keine Ahnung davon habe. Okay, aber schon mal gehört. Ja, habe ich schon gehört. Okay. Was ist Geld für Sie? Was ist Geld für mich? Wichtig. Okay. Ja, ist nicht alles, aber... Generell schon mit dem Thema Bitcoin, Geld und sowas tiefer auseinandergesetzt? Nee. Okay, super. Die erste Frage wäre, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Bitcoin? Ja. Sag mal überhaupt nichts, was soll das sein? Das ist eine Kryptowährung, die auch als Internetgeld bezeichnet wird. Ist sehr, sehr viel in den Medien in letzter Zeit. Echt? Also das ist mal jetzt wirklich ganz... also ich bin ein ziemlicher... Dinosaurier, also internetmäßig. Es tut mir jetzt leid. Nein, ist alles gut. Aber es sagt mir jetzt nichts. Okay. Also es tut mir leid. Dann die nächste Frage wäre, was ist Geld für Sie oder was bedeutet Geld für Sie? Ja, Sicherheit, würde ich mal sagen. Geld, ich bin jetzt, wie ich schon angemerkt habe, ein Dinosaurier in der Beziehung. Also ich bezahle auch lieber mit Geld als mit Karte. Ich habe da einfach, finde ich, einen besseren Überblick über meine Finanzen. Wenn ich jetzt hier rumrenne und hier blödes Zeug kaufe und alles mit Karte bezahlen würde, dann müsste ich zu Hause die ganzen Zettel kontrollieren, was habe ich eigentlich ausgegeben. Wenn mein Geldbeutel leer ist, weiß ich das. Okay, reicht. Nee, die erste Frage wäre, was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Bitcoin hörst? Steigender Aktienkurs. Okay, wieso? Man hört in den Medien sehr viel davon und da ich mich ja ein bisschen hobbymäßig mit Aktienhandel beschäftige, sieht man es halt auch täglich, wie er rauf und runter geht halt. Was bedeutet Geld für dich? Ja, Lebensunterhalt bestreiten, aber nicht alles. Okay. Die erste Frage wäre, was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Bitcoin hören? Ah, Bitcoin, schnelles Geld. Schnelles Geld? Okay, wieso? Ich war schon aktiv und habe ein bisschen Glück gehabt. Sehr schön. Ja. Was ist Geld für Sie? Ah, beruhigt. Okay. Macht nicht glücklich, aber beruhigt. Ja, okay, sehr gut. Die erste Frage wäre, was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Bitcoin hörst? Bitcoin, Traden, Aktienmärkte, okay. Wertpapiere. Zweite Frage wäre, was bedeutet Geld für dich? Geld bedeutet für mich, es kommt immer drauf an. Als Mensch legt man selber Wert drauf, ob es positiv oder negativ ist. Aber für mich bedeutet Geld immer noch, damit was zu erreichen. Geld ist nicht ein Endpunkt, das bestimmt man selber als Mensch. Mhm. Super. Die erste Frage wäre, was kommt euch in den Sinn, wenn ihr das Wort Bitcoin hört? Geld. Geld. Ja. Geld? Okay, Internetgeld, Geld. Was bedeutet für euch Geld?
glücklich sein. Damit Geld, dass man halt nicht leben kann und das ist eigentlich so der Grund vom Leben. Also ohne Geld geht nicht. Okay. Weil dann kann man nirgendwo wohnen, wenn man kein Geld hat. Habt ihr euch generell mit dem Thema schon mal tiefer beschäftigt? Also Geld, Kryptowährung und so weiter? Ja. Echt? Mein Bruder hat auch Bitcoins. Ah, okay. Und Kryptos habe ich auch. Über die Familie sozusagen. Okay.